schauen immer auch auf die Pets, aber hier sind wirklich nur Otter und Skorpide. Wie sehen eigentlich unsere Finanzen aus? Die Finanzen sehen wunderbar aus. Tralala, hier ist schon alles tot irgendwie. Lol. Weil ich zu meinem Bro gehe. Ich sowas schon lese. Ist das jetzt der Bruder oder der beste Kumpel? Es wird ja beides irgendwie umgangssprachlich als Bro bezeichnet. Aber das ist so die Kernausrede. Ich muss zum Kumpel oder Familienmitglied in die Gilde. Das hört man am häufigsten. Kommst du näher? Meistens sind das wirklich dann die Leute, die sich nicht trauen zu sagen: Leute, eure Gilde gammelt und ich bin weg. Tschüss. Ja, als ich mit meinem Main hier aus der Gilde raus bin, war ich immerhin ehrlich. Und diese Ehrlichkeit hat dafür gesorgt, dass ich mit meinem Twink drin bleiben durfte. Aber das hier, das ist eine Ausrede von Rodina. Hundertprozentig. Na, da vorne. Ah. Hallo, halt Kumpel. Schönen Tag noch. So, jetzt haben wir zweimal die Ehrenfeste, aber jetzt fliegen wir erstmal gerade durch hier. Damit wir hier hinten die Quest erfüllen können. Man wartet heute irgendwie auch noch auf die nächste Version von Minecraft, die heute kommt. Die wird dann morgen geletsplayt. Ah, damit rechne ich aber erst so in 2 Stunden, 4, 5 so im Dreh. Dailies muss ich nachher auch noch in WoW machen. Sehe ich jetzt schon wieder. Uah. Also Blizzard, so toll es auch ist, dass ihr uns Dailies anbietet, aber 60 Stück am Tag sind einfach zu viel. Besonders wenn man sich A mit 50.000 Leuten drum kloppen muss. Und B, diese Quests wirklich Drop-Chancen haben jenseits von Gut und Böse. So. Was geht euch durch den Kopf? Mögen eure Reisen sich öffnen. Das ist immer toll. Sprecht mit A, sprecht mit B. Was geht euch durch den Kopf? Wie geht's? Fort mit euch. So, und jetzt müssen wir Bomben abwerfen. Vom Greifen. Gleich mal absteigen hier. Grüße. Wohin? Abyssische Tiefen? Ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Jetzt machen wir es so schlau, wie es nur geht. Wir ziehen uns nämlich das Quest-Item in die zweite Leiste. Da. Und können das jetzt mit der 1 aktivieren. Da oben stand übrigens mal ein Weltenboss drauf. Den haben sie alle leider rausgepatcht. Haustierkämpfe wird auch langsam 31 von 81 erfolgen. Das, obwohl ich noch kaum irgendwie ernsthaft gepetbattelt habe. Na komm. Musst du nicht schneller laden? Oh, immer diese langen Abklingzeiten. Ach, guck mal, der Teufelshäscher. Das werde ich heute wahrscheinlich auch noch tun, ordentlich Pet battlen. Also zumindest die zwei Pets, die da ja jetzt noch 15 sind, auch schon mal auf 17 bringen.
meinen Geist auf 20 hochbringen und sowas in den Dreh. Habe ich alles? Nein, so einer da hinten fehlt noch. Falsche Runde. Hallo, andere Richtung. Er will jetzt nicht zurückfliegen, oder? Hallo. Oh. Da oben steht der. Hallo, greif. Da lang. Da lang. Noch ein Würfelzerscher. Teufelzerscher im Weg und Bombe und Bäm, fertig. So, wir können zurückfliegen, Greif. Hallo, da hinten ist der Posten. Wie haben die da eigentlich diesen halben Turm drauf bekommen? Na gut, man muss ja sagen, als Allianz und Horde in die Scherbenwelt gingen, war sie ja noch heile. Aber ich finde lustig, dass die Teile dann so in der Luft schweben. Ja, das finde ich generell in der Scherbenwelt lustig. So, fertig. Was kann ich für euch tun? Drei, was ist das? Brust brauchen wir nicht. 391 ist das. Seid auf der Hut! Fort mit euch! Du bist hier übrigens nicht gut vor Regen geschützt, muss man dir sagen, Kumpel. So, alles. Ah ne, dorthin geht's jetzt. Hier ist noch was. Ich glaube, das war die Quest ohne Belohnung, wo man einfach. Willkommen! Ja. Man sieht sich. So hat Blizzard das damals gelöst, dass die Leute, wenn sie Spaß dran haben, einfach nochmal eine Runde fliegen können. Damals waren die Leute noch leicht zu unterhalten. Sie brauchten keine Belohnung für sowas. Sie haben es einfach gemacht, weil es Spaß macht. Stell heute mal eine Quest bereit, wo es keine Belohnung gibt. Ich glaube, die Spieler würden es um die Ohren hauen. Na gut, wir nutzen es gerade nicht, da wir ja auch so ein bisschen auf Zeit spielen im Let's Play. Wollen ja irgendwann auch mal fertig werden. Hoffentlich. Braucht ihr Hilfe? So. Für die Allianz. 10 Diener und Sägeklinge getötet. Für die Diener, die stehen hier, glaube ich, überall am Rand. Da zum Beispiel. Einfach mal. Oh, das ist nicht gut. So. So, idealerweise versuchen wir es von hier aus alle nacheinander ranzuziehen. Das haben wir um den Hals. 5-4. Das wäre 80. Wesentlich mehr Intelligenz und Ausdauer, deshalb legen wir es auch gleich an. So, davon ist ein Succubus, mit der möchte ich mich nicht anlegen. Nicht, weil sie böse ist, sondern weil ich einfach keine Lust drauf habe. Deshalb hangeln wir uns jetzt hier schön am Rand entlang. Und pullen eine Kanone. Haha, ich habe schneller durchgecastet als du. Ja, den könnte ich die Vampirbewegung könnte ich irgendwie auch mal rausnehmen. Jetzt ja noch schneller um als die Kleinen. Gibt's doch gar nicht. Ach, hier ist übrigens mein Karma-Buff. Wenn ich vorhin gesucht habe, Rüstungswert und Zaubermacht erhöht. Nein, gehen wir nicht auf den Zeiger. Voll die Ingenieure der brennenden Region. Das sind richtige Profis. Ja, die Kanone von hinten haut ganz gut rein. Yeah.
lang Land entlang und machen erstmal die Kanone da Platz. Ah, er will auch mitspielen. Ah, dann spiele ich mit dir. Du bist ein alter Kumpel von mir. Oh. War das dein Typ, den ich da platt gemacht habe? Das tut mir jetzt aber leid. Aber leiste ihm Gesellschaft, Mädel. So. Immer diese eifersüchtigen Ehefrauen. Gucken wir mal, dass wir ohne zu pullen noch an den Loot kommen. Hat wunderbar geklappt. Und zurück. Ist doch dahin zurück, ja. Damit haben wir den Balken schon ganz schön vorangetrieben, ohne auch nur irgendwas effektiv zu tun. Grüße. Ach, jetzt muss ich die Teufelskanonen kaputt machen. Hätte man mir das nicht alles auf einmal geben können.